Ja, schön, dass ihr da seid. Heute zum Teil 3 der Predigtreihe Wer ist Gott? In dieser Reihe soll es ja darum gehen, wir alle glauben an Gott oder die meisten von uns. Und dieser Gott ist ja eigentlich unsichtbar für uns. Die wenigsten von Ihnen haben ihn schon leibhaftig gesehen irgendwie. Er ist irgendwie unsichtbar für uns. Ja, ich mache einfach weiter. Er ist unsichtbar für uns. Und es ist gar nicht so einfach, was Definitives, was Genaues über diesen Gott zu sagen. Und darüber soll sich diese Predigtreihe drehen. Wer ist Gott? Heute Teil 3, Gott der Ewige. Und ich habe euch, oder die Katrin war so lieb und hat euch Zettel ausgeteilt. Die Zettel, die könnt ihr erstmal weglegen. Die Zettel sind dazu da, dass ihr auch wirklich von der Predigt euch nachhaltig was mitnehmen könnt. Denn oftmals ist es ja so, man hört eine Predigt und hinterher sagt man, ja, die war gar nicht schlecht. Aber dann spätestens Dienstag, Mittwoch ist das schon wieder vergessen, was man so gehört hat, was einen vielleicht begeistert hat. Und gerade bei dieser Predigtreihe, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass du dir nochmal Gedanken machst, Mensch, wer ist denn dieser Gott wirklich? Wie sehe ich ihn denn? Wie stellt er sich denn vor? Und vielleicht kann dir auch dieser Zettel, den ich ausgeteilt habe, eine Hilfe sein, das mit in deine Gebetszeit zu nehmen und Gott anzubeten. Mit dem, wie wir ihn kennenlernen, wie wir ihn ja erleben. Gut, dass es Mamas gibt. Meinen Schülern in der Schule, denen erzähle ich manchmal von meiner Frau. Also jetzt nicht so übelst viel, aber manchmal kommt es schon vor. Und sie kriegen auch, es hat sich so eingebürgert, immer zur Zeugnisausgabe, immer wenn es Zeugnisse gibt, kriegen sie ein paar Muffins oder ein paar Waffeln oder so von meiner Frau gesponsert. Es hat sich so eingebürgert und da freuen die sich immer sehr drüber. Und sie war auch schon manchmal zur Klassenweihnachtsfeier mit. Also sie kennen meine Frau ein kleines bisschen, meine Schüler aus meiner Klasse, aber so richtig kennen sie sie nicht. Also sie haben sie schon mal gesehen, sie wissen, die Muffins schmecken gut, backen kann sie anscheinend. Aber so richtig kennen, naja, da gehört schon mehr dazu. Da gehört mehr dazu, als sie ab und zu mal zu sehen, als ab und zu ein Geschenk abzuholen. Und ich glaube, genauso ist es bei Gott. Wir können viel von Gott hören, wir können von Gott lesen, können gute Bücher oder die Bibel lesen und von Gott ja Dinge erfahren. Wir können vielleicht auch so manche Gebetserhörung erleben, wo Gott uns Dinge schenkt. Aber ihn kennen, ihn wirklich kennen, ist dann vielleicht doch noch ein Stück mehr. Mehr als sich Geschenke abholen und irgendwas nacherzählen, was andere über diesen Gott gesagt haben. Und in der Bibel gibt es einen Mann, den finde ich einfach klasse. Ein Mann, über den berichtet wird, dass er Gott wirklich ganz tief kennengelernt hat. Er wird ganz oft Mann Gottes genannt. Sarah und ich, wir sind ja schon eine Weile verheiratet, schon fast 7 Jahre. Und ich würde behaupten, dadurch, dass wir schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen sind, Sarah kennt mich und ich kenne Sarah. Und wir konnten uns deshalb kennenlernen, weil wir das Leben miteinander geteilt haben. Nicht, weil ich ein Buch von Sarah gelesen habe oder weil sie mir ab und zu mal ein paar Muffins vorbeibringt, sondern ich habe sie deshalb kennengelernt, weil wir Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden haben und uns darin kennengelernt haben. Und dieser Mann Gottes, von dem ich heute erzählen will, der hat genau das erlebt mit Gott. Höhen, aber auch richtige Tiefen in seinem Leben. Und dieser Mann Gottes, der erzählt von Gott. Ich möchte gern weiterklicken, oder vielleicht könnt ihr das auch machen. Und vielleicht hast du schon eine Idee, wer das sein kann. Also es gibt ein paar wenige Menschen in der Bibel, die so genannt werden. Es gibt einen Film darüber, es gibt ja über fast alle biblischen Personen irgendeinen Film. Der Mann heißt Mose, den wir uns heute anschauen wollen. Mose, der Mann Gottes. Und eigentlich habe ich gedacht, wäre das cool, wenn heute nicht ich vorne stehen würde, sondern wenn man den Mose einladen könnte. Ein Mann, der so viel mit Gott erlebt hat,
der Gott kennengelernt hat, wie wenig Menschen auf dieser Erde, wenn man ihn einladen könnte und sagen könnte, lieber Mose, erzähl du uns doch mal, was dir an Gott wichtig ist, wie Gott für dich ist, wer Gott für dich ist. Das wäre doch cool, oder? Muss euch enttäuschen, hat leider kein Mose zugesagt für heute Vormittag. Aber wir haben ein Lied, ein Gebet, was Mose geschrieben hat. Und man merkt, wie er all die Erfahrungen, die er mit Gott macht, so zusammenbringt und so mit uns mitgeben möchte, wer dieser Gott ist, den er da in all den Jahren, die er mit ihm gelebt hat, kennengelernt hat. Wer dieser Gott ist. Und dieses Lied wollen wir gleich lesen, aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal hineingehen mit euch in die Beziehung, die Mose zu Gott hatte. Und ihr könnt mal aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 33. 2. Mose 33. Dort lesen wir, wie dieser Mann Gottes mit Gott so umgeht. Wie dieser Mann Gottes so eine Vertrautheit zu Gott ja, entwickelt hat oder geschenkt bekommen hat. 2. Mose 33, möchte Vers 7 lesen. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und er nannte es Zelt der Begegnung. Und jetzt lese ich weiter ab Vers 9. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen, und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang des Zeltes. Und der Herr und Gott, der Herr, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Ich hoffe, du lässt dich ein bisschen einladen und mal ein kleines bisschen mit reinschauen in diese Situation. Du musst dir das vorstellen. Mose, ein Mann, ein Leiter, der viel zu tun hatte, der viele Krisen hatte mit seinem Volk, für das er verantwortlich war. Und hier steckt er auch gerade mitten wahrscheinlich in der größten Krise, die er so mit ihnen hat. Und er sucht sich Stille. Er baut sich ein Zelt außerhalb des Lagers, fern von dem ganzen Trubel, fern von den ganzen Leuten, die ihn vielleicht auch so ein bisschen gerade aufregen. Er sucht sich Nähe zu Gott. Und dieser Mose, der macht sich auf den Weg, täglich wahrscheinlich, geht zu diesem Zelt, aber er ist nicht der Einzige, der sich auf den Weg macht zu diesem Zelt. Er geht in das Zelt hinein und es kommt Gott in Form von einer Wolkensäule zu ihm und die beiden, die unterhalten sich. Da ist eine Vertrautheit entstanden, eine Beziehung. Ich finde, dieses Bild ist wunderbar. Dieses Bild ist einfach wunderbar. Stell dir vor, was passiert, wenn du dir Zeit nimmst für Stille. Wenn du mal all diese Geschäftigkeit, all den Alltag, all den Familientrubel, all den Trubel auf Arbeit hinter dir lässt, dir einen Ort suchst, einen Ort der Begegnung mit Gott. Und du machst dich auf den Weg hin zu diesem Ort, aber du bist nicht allein. Nicht nur du suchst diesen Ort auf, sondern auch Gott möchte dir in der Stille begegnen. Hier bei Mose war das für alle sichtbar. Gott ist da. Doch auch dir und mir möchte Gott in der Stille, abseits vom Lager, abseits von allem Trubel, begegnen, so wie Mose hier. Und wir spüren ein kleines bisschen die Vertrautheit. Hier lesen wir, dass Mose mit Gott redet wie ein Mann mit seinem Freund. Von Angesicht zu Angesicht. Boah, ich würde mir sowas wünschen. So eine Vertrautheit mit Gott. Vielleicht wünschst du dir das auch. Mich beruhigt manchmal, dass Mose hier zu der Zeit schon ungefähr etwas über 80 Jahre war. Und dann denke ich, okay, ich habe noch Zeit zu wachsen, auch in meiner Beziehung zu Gott. Aber danach sehne ich mich. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein gutes Gespräch mit deinem Freund oder deiner Freundin hattest.
wo man am Ende von so einem Gespräch rausgeht und merkt, boah, ich habe jetzt mal alles erzählt und ich habe auch von dem anderen viel erfahren und irgendwie gehe ich so ermutigt aus der Zeit. Es hat sich nichts geändert, es ist nichts anders geworden. Ich habe vielleicht ein, zwei Hinweise gekriegt oder einen guten Tipp, aber ich gehe so ermutigt, so gestärkt aus der Zeit. Und Mose darf das erleben. Er sucht die Begegnung mit Gott und er redet mit Gott wie ein Mann mit seinem Freund von Angesicht zu Angesicht. Wäre cool, wenn Mose hier gewesen wäre heute Morgen, er hätte uns viel von diesem Gott und von dieser Vertrautheit, die er mit ihm erlebt hat, erzählen können. Und mir gehen zwei Fragen durch den Kopf, wenn ich das lese, wenn ich das mitkriege, dass jemand so eine tiefe Beziehung zu Gott hat. Mir geht als erstes die Frage durch den Kopf, Herr, wie kriege ich so eine Beziehung, so eine Nähe zu dir? Und ich spüre schon, die Antwort ist eigentlich gar nicht ewig weit weg. Die Antwort heißt, lebe mit Gott, jeden Tag, so wie Mose. Durch Höhen und Tiefen, durch Wüstenzeiten und durch Zeiten, wo du als Anführer gefeiert wirst, durch Zeiten, wo du Kritik kriegst und niedergeschlagen wirst von anderen. Geh mit Gott. Ja, und das Zweite, was ich Mose gern fragen würde, ey, sag mal, wie ist denn der eigentlich? Du hast ihn so gesehen, du hast mit ihm so viel zu tun gehabt. Wer ist denn Gott? Lasst uns gemeinsam in das Gebet schauen, was Mose uns hinterlassen hat. Das Gebet, wo Mose, dieser Mann Gottes, von seinem Gott berichtet. Dürft gerne mit aufschlagen, den Psalm 90. Ein Mann Gottes spricht über Gott. Psalm 90. Ich möchte die ersten drei Verse lesen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz. Du, Gott, warst schon, bevor die Erde geboren wurde und die Erde unter Wehen entstand. Du bleibst in alle Ewigkeit. Du sagst zum Menschen, werde ich wieder Staub, so bringst du ihn dorthin zurück, wo er hergekommen ist. Erstmal so weit lesen, wir werden noch mehr lesen aus dem Psalm heute. Wenn ihr euch den Psalm vielleicht zu Hause, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, über die Predigt nochmal in Ruhe durchlest, werdet ihr merken, es gibt eigentlich drei Themen in dem Psalm, die Mose wichtig sind. Das erste Thema ist, dass Gott ein Gott ist, der unendlich ist, der ewig ist, der irgendwie schon immer da war und irgendwie auch immer da sein wird. Das zweite große Thema, das stellt er daneben, ist die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit von uns. Die Mickrigkeit, die Kleinheit von uns Menschen. Und er stellt sie gegenüber. Und diese Gegenüberstellung wollen wir uns heute mal anschauen. Wollen wir mal näher beleuchten. Und das dritte große Thema, da wird es noch mal eine extra Predigt dazu geben, ist der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, der für Mose eine wichtige Rolle gespielt hat. Diese drei Eigenschaften, Gottes Ewigkeit, unsere Vergänglichkeit und Gottes Zorn prägen diesen Psalm und wir wollen mit der Ewigkeit von Gott starten. Mose beginnt diesen Psalm mit diesem Gedanken, Gott war schon immer da. Schon als die Berge gemacht wurden, als diese Welt entstand, da gab es einen und der hieß Gott. Das habt ihr alle schon gehört, sicher. Aber wir wollen uns das mal versuchen, ein bisschen vorzustellen. Gehen wir mal 100 Jahre in unserer deutschen Geschichte zurück. Wer weiß ungefähr, was war vor 100 Jahren in Deutschland? Wer hat ein bisschen Geschichte? Wer mag sowas? Bismarckzeit, Erster Weltkrieg. Ja, da genau, sehr gut. Und das war, was ist da so gerade zu Ende gegangen? Ich habe mal ein Bild mitgebracht vom Kaiserreich. Und wir sehen da ein kleines Bild, na, da sind die so schön umhermarschiert und so weiter. Und vielleicht können wir uns mal gedanklich ein bisschen in die Zeit reindenken. Ist schon lange her. Also es gibt keinen in unserer Gemeinde, der genau 100 Jahre alt ist. Wir haben welche, die 90 sind, aber oder um die 90, noch ein bisschen älter. Aber 100 Jahre ist wirklich schon eine lange Zeit. Und Gott war schon da zu dieser Zeit. All diese Menschen konnten Gott kennenlernen. Und das war derselbe, den wir heute anbeten, um den es heute geht.
wo wir heute auch das Mahl feiern wollen. Dieser Gott, der war da schon da. Gehen wir noch weiter zurück. Vielleicht könnt ihr euch das Mittelalter vorstellen. Es gab noch keine Industrialisierung. Es war eine schwere Zeit. Viel Pest war unterwegs. Irgendwann hat dann Martin Luther so das Ende eingeläutet. Auch in dieser Zeit, die Menschen, die dort gelebt haben, sie konnten Gott begegnen, sie konnten Gott finden. Und den sie dann gefunden haben, ist der Gott, an den wir heute glauben. Er ist immer noch derselbe. Er ist auch da schon dort gewesen. Er ist schon da gewesen. Gehen wir noch weiter zurück. Das hier sind Bilder von den Germanen, die hier gelebt haben. Von den germanischen Stämmen. Die haben im Wald sind die umhergestreunt und haben irgendwelche Felle haben die gesucht und gefunden. Haben die den Tieren den Pelz abgezogen und verkauft. Auch diese Menschen, auch zu diesen Zeiten, die es ja wirklich gab, diese Menschen, die hier gelebt haben, Gott war schon da. Gott war schon da. Schon immer da. Schon seit es diese Welt gibt und schon, keine Ahnung, schon weit davor ist dieser Gott. Ich hoffe, ihr spürt ein kleines bisschen, wie groß dieser Gott ist. Und Mose schreibt es hier so, ja, schon bevor die Erde, bevor die Berge entstanden, da war Gott da. Für uns sind 1000 Jahre unüberwindbar. Für uns sind so lange Zeiten etwas Unfassbares. Aber Gott, der besteht, der ist einfach da. In der Bibel lesen wir, ich will nur ein Zitat bringen, wer hier die Nacharbeit von der Predigt macht, da findet ihr noch mehr, dass das für Gott felsenfest klar ist. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Also wir gehen an den äußersten Anfang, wenn es nur irgendeinen Anfang gibt und wir finden Gott. Und wir gehen ans äußerste Ende, wenn es nur irgendein Ende gibt. Wer weiß, wie lange Gott diese Erde noch bestehen lässt. Vielleicht 2 Jahre, vielleicht 2 Tage, vielleicht 2 Millionen Jahre, ich weiß es nicht. Und am Ende ist Gott. Weil das so wichtig ist, habe ich überlegt, ich möchte euch da gerne ein Bild dafür mitgeben. Und mir ist aufgefallen, dass egal welche Veranschaulung ich mir ausgedacht habe, dass sie alle irgendwo ein bisschen hinken. Und ich habe trotzdem mich für eine entschieden, auch wenn die irgendwie wieder hinkt, weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir uns diesen Punkt von Gott wirklich verstehen. Weil ich glaube, wenn wir den verstehen, dann können wir ganz anders auf Gott vertrauen, dann können wir ganz anders auch Gott begegnen. Ich habe mal eine Flasche mitgebracht und die Flasche soll mal, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig, die Flasche soll mal unsere Welt darstellen. Und in der Flasche ist das ganze Universum, ist alles, was es gibt, in dieser Flasche drin. Aber nicht nur unser Universum, so wie es jetzt ist, sondern vielleicht hier vorne, ganz am Anfang von dem Wasser, ist der Ursprung des Universums und dann irgendwann, keine Ahnung, sind wir irgendwo hier in der Mitte unserer Zeit gerade und am Ende ist das Ende aller Zeiten. Und Gott ist so wie ich jetzt hier. Ich gucke auf die Flasche, ich kann mir alles angucken, was da hinten los ist, was da in der Mitte los ist, was am Anfang los ist. Gott ist irgendwie außerhalb von all dem. Der ist nicht da drinnen in der Flasche gefangen, so wie wir das sind in Raum und Zeit, sondern Gott guckt da von außen so drauf und für ihn hat Raum und Zeit keine Bedeutung. Er ist außerhalb von dem, er ist der Ewige. So stellt ihn uns die Bibel vor, so stellt er sich selber vor. Gott schaut auf diese Zeit und er ist nicht darauf angewiesen, dass er ja alles mitkriegt jetzt. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das fand ich, hat es cool erklärt. Gott lebt in einem immerwährenden Jetzt. Auch kompliziert, aber vielleicht hilft euch das Bild von der Flasche zu verstehen, wie das gemeint ist. Ich möchte gern weiterlesen, was Mose noch so sagt über diesen ewigen Gott. Lasst uns weiterlesen. Ich lese nochmal ab Vers 3. Psalm 90, ab Vers 3. Du sagst, zum Menschen werde wieder Staub. So bringst du ihn dorthin zurück, woher er gekommen ist. Für dich, Gott,
sind 1000 Jahre wie ein Tag, so wie gestern, im Nu vergangen, so kurz wie ein paar Nachtstunden. Du scheuchst die Menschen fort, sie verschwinden wie ein Traum. Sie sind vergänglich wie Gras. Morgens noch grünt es und blüht es, und am Abend schon ist es verwelkt. 70 Jahre, Vers 10, sind uns Menschen zugemessen. Und wenn es hochkommt, 80. Doch selbst die besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. Jetzt kommt das, was ich am Anfang gesagt habe. Mose vergleicht hier einfach ein paar Eigenschaften, die ein ewiger Gott hat und die ein vergänglicher Mensch hat. Er vergleicht uns Menschen mit dem ewigen Gott. Und man stellt schnell fest, wenn man aus Gottes Perspektive auf unser Leben schaut, ja, vielleicht wird auch manche mehr über 80, ne? Wir haben jetzt den 90. Geburtstag. Aber macht das einen Unterschied? Es ist ein Korn, ein Staubkorn, ein Nichts, ein Hauch. Ich war da schon mal im Winter, ihr kennt das, wenn ihr im Winter draußen seid, mal macht. Es ist kurz sichtbar und zack, ist es weg. Die Atemluft. Ein Hauch, ein Nichts. Wie ein Traum. Ich weiß nicht, wenn ihr manchmal träumt und dann steht man auf und dann nach 3 Minuten hat man schon wieder vergessen, was man geträumt hat, wenn man es sich nicht gleich aufschreibt. So kurz, so eigentlich so nichtig, so ein Hauch ist unser Leben im Vergleich zu diesem ewigen Gott. Hier wird berichtet, dass 1000 Jahre, Mose versucht hier das irgendwie zu vergleichen, dass 1000 Jahre für ihn wie ein kurzer Augenblick ist, wie ein Tag, wie ein paar Nachtstunden. Er versucht, das in Bilder zu packen, dass Gott so viel größer ist als wir. 1000 Jahre ist für uns unvorstellbar viel Zeit. Wir wissen schon, wir können eigentlich nicht wirklich was Zuverlässiges sagen, was vor 1000 Jahren war. Sicher hat man so ein paar Ideen, aber irgendwie so zuverlässig wissen wir darüber gar nicht so viel. Angesichts von diesem riesigen Gott wirken wir doch wirklich ganz schön klein. Und manchmal denke ich denke, dass gerade in unserer Gesellschaft so Menschen entstehen, und ich entdecke das auch bei mir, dass man irgendwie davon ausgeht, also die Welt dreht sich um mich und ich bin irgendwie der Mittelpunkt von dieser Welt. Und all diese Dinge, die sollen auch möglichst mir passend sein. Doch ich glaube, wenn wir diese Perspektive mal sehen, dass es einen ewigen Gott gibt, der einfach unendlich viel größer ist als du, ich glaube, dann musst du schnell feststellen, tut mir leid, aber diese Welt dreht sich nicht um mich. Diese Welt dreht sich um den, der ewig ist, der sie gemacht hat. Wir sind im Vergleich zu ihm ein Nichts, ein Hauch, ein Gras, das früh aufgeht und dann in der Nachmittagssonne schon wieder verbrennt und verdorrt. Gott, der Ewige. In unserer Predigtreihe soll es nicht nur um die Eigenschaft von Gott gehen, sondern immer auch um die Frage, was bedeutet denn diese Eigenschaft für mein Leben? Was heißt denn das praktisch für mein Leben, dass Gott der Ewige ist? Und im zweiten Teil dieser Predigt möchte ich uns gerne ein paar Dinge übertragen. Was heißt denn das, wenn Gott so ist? Was heißt denn das für mich? Mose gibt in seinem Psalm schon viele Hinweise darauf, was es für uns bedeutet, wenn Gott ewig ist. Den ersten Hinweis, der uns helfen kann, den finden wir in dem ersten Vers vom Psalm 90. Dort steht: Herr, seit Menschengedenken warst du unser Schutz. Oder die Luther-Übersetzung, glaube ich, schreibt Burg oder Festung oder Zufluchtsort. Also seitdem es Menschen gibt, gab es auch einen Zufluchtsort, wo Menschen Sicherheit fanden. Und ihr wisst, dieser Psalm ist in einer Situation geschrieben, wo ein Volk Sicherheit sucht, wo ein Volk Zuflucht sucht, Rettung sucht. Und Mose sagt, schon seit Menschen denken können sie bei Gott Sicherheit finden. Und so ist es auch, dass Gott, der Ewige, dich einlädt, bei ihm deine Sicherheit und Zuflucht zu suchen. Er kann dir eine Sicherheit bieten, die dir kein anderer
bieten kann. Kinder, wenn sie hinfallen, unser Willi ist jetzt erst letztens gestürzt, gestern ziemlich, hat sich mit dem Kopf aufgeschlagen. Kinder suchen die Eltern und suchen dort Schutz und Geborgenheit. Aber wie viel mehr kann ein ewiger Gott Schutz und Geborgenheit bieten? Über alle Zeiten hinweg, bis in alle Ewigkeit. Denn wir müssen eines verstehen, ein ewiger Gott tut auch ewige Dinge. Also, oder anders gesagt, ein ewiger Gott, der kann jetzt nichts Vergängliches machen, sondern ein ewiger Gott, all das, was er tut und schenkt und gibt, das ist immer mit seinem Wesen verbunden, das ist immer ewig. Ich will das mal an ein paar Beispielen erklären. Wenn Gott uns zum Beispiel Vergebung zusichert und sagt, ich vergebe dir, du hast das und das gemacht, dann ist das keine Vergebung, die irgendwann zu Ende ist mit Ablaufdatum, sondern ist das eine ewige Vergebung, weil er ewig ist. Dann ist es eine Vergebung, die bis in alle Ewigkeit gilt. Wenn Gott uns Gnade schenkt, weil wir vielleicht Dinge falsch gemacht haben, weil wir merken, wir haben ganz schön Haufen angesammelt. Dann, und Gott sagt, ich will gnädig sein, dann ist diese Gnade nicht irgendwo, ja, stößt sie nicht irgendwo an der Obergrenze, sondern ist diese Gnade genauso wie er ewig und unendlich. Oder wenn Gott uns Glück schenkt und Gott möchte, dass wir glückliche Menschen sind, dann will er uns nicht im Glücksmoment, im kurzen Augenblick des Glücks schenken, sondern dann möchte er unser ewiges Glück. Also all die Eigenschaften, all die Dinge, die Gott uns mitgeben möchte, sind immer mit seiner Person verbunden. Na, wir hatten das letzte Mal, dass Gott das Leben in sich hat. Und das Leben, was er uns geben möchte, ist genauso wieder ewiges Leben, weil es von ihm kommt. Und genau deshalb können wir bei ihm Schutz und Zuflucht finden, wie bei keinem anderen, weil das, was er zu bieten hat, einfach unendlich, ewig ist. Ein zweites, was Mose uns mitgibt, was hat Gottes Ewigkeit mit unserem Leben zu tun, möchte aus Vers 12 was vorlesen. Dort steht, ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Unser Leben ist kurz, darüber haben wir schon geredet. Unser Leben ist im Vergleich wirklich kurz. Ein Hauch. Und wenn ihr mit älteren Personen redet und sie fragt, sag mal, wie schnell ist denn dein Leben so vergangen, dann fangen die meistens an zu schmunzeln und sagen, das war so schnell vorbei, kann man das gar nicht vorstellen, wie die Jahre dahin gerannt sind. Ich will dich heute Morgen fragen, im Angesicht dieses ewigen Gottes und im Angesicht von unserem kurzen Leben, was möchtest du mit deinem Leben anfangen? Was möchtest du tun mit deiner Zeit? Möchtest du jemand sein, der viel arbeitet, sein ganzes Leben lang hindurch dafür bekannt ist, dass er schafft, arbeitet, rackert und am Ende dein Chef am Grab steht von deinem Leben und sagt, also das war ein Mitarbeiter wie kein anderer. Also wegen dem stand nie das Fließband still. Das war jemand, der ist selbst, wenn er krank gekommen ist auf Arbeit, das war jemand, also auf den konnte man sich immer verlassen. Familie und Gemeinde und Hobbys, das war jetzt nicht so sein Ding, aber arbeiten, das war's. Das hat sein Leben ausgemacht. Möchtest du, dass dein Chef das über dein Leben an deinem Grab sagen kann? Oder bist du jemand, der viel Zeit investiert in Computer, in Internet, in Facebook, in YouTube und du vielleicht mal der sein wirst, wo man sagen wird, also der hat sich wirklich mit den neuen Medien, also der hat sich ausgekannt, der konnte von YouTube jedes zweite Video auswendig und im Facebook, der wusste so viel über die anderen, das ist einfach genial. Willst du, dass das dein Lebensinhalt ist, wo Gott sagt, wow, das hast du mit deinem Leben angefangen, mit deiner Zeit? Oder vielleicht bist du auch jemand, der viel Zeit ins Putzen investiert oder in den Haushalt. Und zum Trauercafé in deiner Beerdigung, zu deiner Beerdigung wird dann erzählt, also wenn du bei der zu Hause warst, also da konntest du vom Boden essen.
Also das war immer sauber, das war immer rein. Und wenn man mal ein bisschen das dreckig gemacht hat, das hat nicht lange gedauert, das war wieder blitzblank. Das ist ja nichts Schlechtes, eine saubere Wohnung zu haben. Aber ist das das, woran ich meine Lebenszeit investieren möchte? Mose fordert uns heraus. Hey, denkt doch mal nach, ihr werdet, wenn ihr Glück habt, werdet ihr 80. Wenn ihr Pech habt, noch ein kleines bisschen weniger. Wenn ihr viel Pech habt, sterbt ihr sehr jung. Hey, überlegt euch doch, was ihr mit der Zeit anfangt. Ich will dir Mut machen, wenn du über die Predigt nachdenkst, dass du über diese Frage grübelst. Was möchtest du, was an deiner Beerdigung gesagt wird? Was soll dein Leben kennzeichnen? Arbeit? Gedale am Computer? Oder irgendwelcher Putzfimmel? Oder was soll dein Leben kennzeichnen? Mose lädt uns ein. Nun zum dritten und letzten, worauf Mose uns hinweist und sagt, hey, wenn ihr einen ewigen Gott habt, dann habt ihr einen riesen Vorteil. Im letzten Vers von diesem Psalm, da betet dieser Mose, die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Ich glaube, wenn man wirklich verstanden hat, wie kurz und wie nichtig unser Leben ist, dann kriegt man auch ein kleines bisschen Angst. Weil man merkt, was kann ich denn überhaupt machen, was Bestand hat? Was kann ich überhaupt machen, was in 20, 30, 40 Jahren noch irgendjemanden interessiert? Oder gar in 200 Jahren? Was habe ich denn auszurichten? Gar nichts. Von dem Mose und was er getan hat, welchen Einsatz er gebracht hat, können wir bis heute lesen. Und ich glaube, das, was er getan hat, wird bis in alle Ewigkeit eine ganz wertvolle, wichtige Bedeutung haben. Warum? Weil Gott, der Ewige, sein Werk, das, was er im Leben getan hat, weil er es gefestigt hat, weil Mose etwas getan hat, wo Gott sagt, das ist mir wertvoll, das ist mir wichtig, das ist mir bis in alle Ewigkeit wertvoll. Und so möchte ich dich auch Mut machen, darüber nachzudenken und vielleicht auch Gott zu bitten, Herr, lass mich doch Dinge in meinem Leben tun, die morgen nicht vergessen sind und die übermorgen schon niemand mehr interessieren, sondern führe mich zu Situationen, zu Menschen, zu Gelegenheiten, wo du was vorbereitet hast, was bis in alle Ewigkeit Bestand hat, was bis in alle Ewigkeit Bedeutung hat, wo Menschen sagen, hey, danke, dass du mich besucht hast, danke, dass du für mich einen Kuchen gebacken hast, danke, dass du für mich Zeit hattest, danke, dass du das und das getan hast. Ich glaube, ein ewiger Gott kann unser nichtiges Werk, unsere Mühe, unsere Arbeit, die übermorgen schon vergessen ist, ein ewiger Gott kann sie festigen und Mose weiß das. Und deswegen findet er bei ihm da auch Trost an dieser Stelle und betet, Herr, festige du das Werk unserer Hände. Der Mann Gottes, Mose, lernt Gott als den Ewigen kennen. Gott, der Ewige. Der ist, der war und der bleibt. Und im Vergleich zu diesem ewigen Gott fallen wir recht unbedeutend aus, recht belanglos. Doch ich möchte dir Mut machen. Schlag heute Nachmittag oder vielleicht am Montag, schlag ein Zelt der Begegnung auf. Ich möchte dir Mut machen. Such Zeit mit Gott. Begegne dem Ewigen. Denke über diesen Psalm 90 nach. Denke darüber nach, was es bedeutet, dass du an diesen ewigen Gott glauben darfst. Bete ihn an für seine Ewigkeit, für seine Größe. Und finde bei ihm das, was Mose gefunden hat. Schutz, Halt, Fluchtburg und eine Begegnung wie ein Mann mit seinem Freund. Das wünsche ich dir und dafür möchte ich gern beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das Gebet von Mose geschenkt hast und ich danke dir, dass er uns
so viel auch von dir weitergibt und dass er uns so viel zeigt, wer du bist. Gott, und wir können das einfach nicht verstehen, wie ewig du bist, wie groß du bist. Ich möchte dich dafür anbeten. Danke, dass ich bei dir, dass wir bei dir Schutz finden können für alle Zeit. Wir wollen dich anbeten, dass du ewig derselbe bleibst und bist. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, bitten, dass jeder Einzelne nicht im Lager bleibt und seinen Alltag durchhetzt und seinen Alltag durchorganisiert und die ganzen Leute ihn immer auf Trab halten, sondern ich bete für jeden Einzelnen, auch für mich, dass wir Zelte der Begegnung aufschlagen in unserer Woche, Zelte der Begegnung mit dir. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir uns aufmachen, aber auch, dass du dich aufmachst und uns begegnest. Amen. Nest. 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 Amen.